Ja, hallo zusammen. Wenn es eine Botschaft gibt, die ich Ihnen mitgeben möchte heute, dann ist es die folgende. Das Glas ist halb voll und es ist auch halb leer. Das ist so eine typische volkswirtschaftliche Aussage, wo so ziemlich alles abdeckt. Nein, aber im Ernst, das Glas ist halb voll, weil die Konjunktur sich doch deutlich besser erholt, als wir das erwartet hatten, so am Tiefpunkt der Krise. Produktionszahlen, Stimmungsindikatoren, dieses V, das man erhofft hatte und dann wieder abgeschrieben hatte, es ist sicherlich gültig für 2020. Die Zahlen sind gut und das ist auch mit relativ wenig Risiko behaftet. Aber wenn wir jetzt nach 2021 schauen, ist das Glas auch halb leer, weil irgendwann lassen die Aufholeffekte nach und die Frage ist dann, wie tragfähig ist diese Wirtschaftswachstumsdynamik, die wir dann sehen? Was ist die neue Normalität, die wir dann erfahren werden? Zu welchem Maße ist Corona nicht nur eine Krise, sondern auch ein Katalysator natürlich für Veränderung? Und das sind natürlich noch viele Fragen für nächstes Jahr, die dann doch ein gewisses Risiko in der Prognose mit sich bringen. Und darum ist das Bild sicherlich für nächstes Jahr halb leer, auch weil wir natürlich vom Niveau her, ja, wir sprechen von tollen Wachstumszahlen im Moment, aber schon wenn wir uns die Niveaus anschauen, haben wir sicherlich noch einen langen Weg hier vor uns. Und ich habe mal vier Punkte, die ich so adressieren will. Ganz kurz die aktuellen Konjunkturzahlen. Wo stehen wir? Und wie schon gesagt, das Bild ist natürlich hier deutlich besser, als man vor 2-3 Monaten erwartet hatte. Das kann man natürlich sagen, sei es Stimmungsindikatoren, sei es Produktion. Und dann möchte ich auf das verarbeitete Gewerbe insbesondere eingehen. Auch da, wo stehen wir, auch im Ausblick jetzt auch für nächstes Jahr. Ja, und dann die Frage einer neuen Normalität. Die Frage ist nicht, wie die Welt nach Corona aussieht, sondern eher mit Corona. Denn aus der Krise kommen wir mit doch schweren Rucksäcken, was Schuldenthematik angeht, was Unsicherheit angeht, kommen wir heraus. Und sicherlich für die Eurozone ist ein Realitätscheck, habe ich das mal genannt, notwendig. Denn das, was da zum Teil verabschiede dann Politik und die Realität ist doch eine zum Teil ganz, ganz andere. Und dann am Ende noch ein paar Gedanken zu den Märkten. Euro-Dollar, ich habe immer wieder gefragt, wo geht der DAX hin, wo geht der Euro-Dollar hin? Auch hierzu ein paar Gedanken. Fangen wir an bei den Stimmungsindikatoren. Wie gesagt, hier ist eine euphorische Aufholjagd, die hier stattgefunden hat. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz überraschend. Also links haben wir den deutschen Konjunkturindikator und rechts haben wir die aus den USA. Es ist nicht überraschend, dass diese Werte so positiv sich entwickelt haben, weil man eben an einem extrem niedrigen Niveau auch gekommen ist. Aber auch hier schon sehen wir, mit welcher Erleichterung auch die deutsche Industrie, das verarbeitende Gewerbe insbesondere, hier das aufhellende Umfeld, die Produktionserholung hier wahrgenommen haben. Das gilt übrigens auch für die USA, zumindest was die Unternehmen angeht. Das ist auch berechtigt und ich mache mal halt die Aussage, ist auch mittelfristig berechtigt. Hier auf Folie 5 haben wir links den Containerindex stehen, also ein Maßstab des Welthandels. Und wenn es ein Thema gibt, das immer wieder hochkommt, was sich nachhaltig ändern wird nach Corona, dann ist es Globalisierung. So sagt mir das jeder. Lieferketten, die nicht mehr funktionieren, das wird eine Rückführung an Produktion nach Deutschland mit sich bringen. Und eine Deglobalisation wird stattfinden. Aber das höre ich schon seit 4 Jahren, seit Trump. Und dafür auch schon viel länger. Und effektiv findet es nicht statt. Sondern schauen Sie mal, wie der Welthandel, linke Grafik, wie er weiter und ständig ansteigt. Der einzige Zeitpunkt, wo er nicht weiter ansteigt, ist dann, wenn ich eine Konjunkturrezession habe. Und am aktuellen Rand eine deutliche Erholung. Also wir sind jetzt wieder auf dem Vorkrisenniveau schauen, was uns dieser Indikator sagen würde über den Welthandel. Und auch langfristig, mittelfristig wird die Globalisierung nicht aufhören. Will ich Risiko steuern, auch wegen Corona, dann muss ich ja diversifizieren und nicht alle Eier in ein Nest legen. Also auch da gibt es überhaupt keine Argumentation. Aber eine sehr positive Entwicklung, die ist nicht ganz entscheidend für uns in Deutschland. Wir werden nächstes Jahr nur diese Wachstumsdynamik aufrechterhalten können, wenn in der Tat das Weltwachstum und der Welthandel weiterhin eine hohe Dynamik zeigt. Nur dann kriegen wir die Exportimpulse, die ja wiederum entscheidend sind für die Binnennachfrage. Wir sind ja eine Volkswirtschaft,
die erstmal herausgezogen werden muss, über Produktion, über Angebot, damit über Export. Wir sind ja keine Volkswirtschaft in den USA, wo ich die Zinsen senke, dann konsumieren wir jetzt wieder mehr und dann ziehen wir uns selber raus. Das ist eine etwas andere Dynamik. Von daher ist es ganz entscheidend, dass diese Faktoren sich hier weiterentwickeln. Und hier ein Gedanke, die Exporte, die ja mit 20% eingebrochen sind im zweiten Quartal, real jetzt, sind ja schon seit 3 Quartalen rückläufig. Es ist ja nicht, im Moment überdenkt alles Corona, aber es war ja vorher auch nicht alles in Butter, sage ich mal. Wir hatten ja letztes Jahr schon eine Industrierezession. Und die Probleme am Produktionsstandort Deutschland sind ja bekannt. Das heißt auch hier, wir dürfen uns jetzt nicht blenden lassen, dass wenn hier dass alles Corona schuld ist und damit vielleicht temporär ist. Ja, viele Baustellen hatten wir auch schon vorher. Und die werden auch weiterhin, auch nach Corona, wenn die Aufholeffekte weg sind, weiterhin mit uns bleiben. Ja, gehen wir weiter und schauen uns das Bild in China an. Ich glaube, hier habe ich schon alles gesagt. Hier ist eine Normalität zurückgekehrt, was die Produktion angeht, oben rechts, auch was die Nachfrage angeht, die linke Grafik, die Neuzulassungen. Sie sehen, die grüne Linie ist wieder über dem Niveau von den letzten Jahren. Das heißt, nicht nur haben wir aufgeholt, sondern wir haben auch hier positives Wachstum jetzt, was PKW-Neuzulassungen angeht. Und in der Presse hat man ja heute gelesen, dass VW durch China gerettet wird, also zumindest mal was die Absatzzahlen angeht. Das sicherlich sieht man auch hier. Aber ich darf sagen, es liegt nicht nur an China natürlich. Wir exportieren ja aus Deutschland heraus jetzt nicht so viel nach China. Wir produzieren viel in China. Aber wenn es darum geht, was den Wettbewerbsstandort Deutschland angeht, den Produktionsstandort Deutschland angeht, dann müssen wir uns überlegen, was wird exportiert. Und da ist die gesamte Weltwirtschaft entscheidend und eben auch immer noch die USA. Hier sehen Sie unsere Prognose, -4,8% für dieses Jahr, also um die 5% Einbruch. Aber eben auch eine relativ schnelle Erholung. Auch die jüngsten Indikatoren, die heute herausgekommen sind, bestätigen das. Grundsätzlich können wir uns natürlich Sorgen machen über die USA, weil die Arbeitslosenquote unten rechts ja dermaßen angestiegen ist und das sicherlich noch Jahre brauchen wird, bis es sich wieder reduziert. Das Gleiche gilt für die Leute, die, wenn man den deutschen Begriff nehmen würde, Hartz-IV-Empfänger sind, die Essensmarken bekommen. Da haben wir einen Anstieg von fast 6 Millionen jetzt gesehen und das wird nicht aufzuhalten sein. Wenn Sie schauen, oben rechts die Grafik, wie das in der Finanzkrise angestiegen ist, von 30 auf über 40 Millionen Menschen, das wird eine ähnliche Entwicklung jetzt mit sich nehmen. Das ist eine Verteilungsproblematik, das ist eine gesellschaftliche Problematik. Ich glaube auch die Tatsache, dass wir im Moment in den USA so viele Unruhen sehen, hat nicht nur mit dem Rassenthema zu tun, sondern eben auch der gesamten wirtschaftlichen Stimmung und Perspektive, die viele Menschen in Amerika eben im Moment nicht mehr haben. Also eine sehr schwierige Situation, auch wenn die Wachstumszahlen insgesamt hier relativ gut aussehen. Natürlich, die Stimmungsindikatoren der guten Unternehmen, sie steigt, weil das sind ja Global Players. Die kleinen Unternehmen sind das nicht ganz so positiv und spiegeln schon eher die Realität in den USA hier wieder. Die Weltwirtschaft insgesamt, hier so eine Tabelle, bis auf China werden alle natürlich massive Einbrüche dieses Jahr erfahren, das ist nichts Neues. Ich habe Ihnen hier mal auf der linken Grafik die Industrieproduktion Deutschland, also ohne Bau, und die Welt dargestellt. Auch da können wir sehen, auch im internationalen Vergleich, welchen katastrophalen Einbruch man erfahren hat. Aber auch jetzt, welche Erholung wir hier am aktuellen Rand hier sehen. Was mir Sorge macht, ist diese Entwicklung hier, 2019, die Rezession. Das heißt, auch wenn wir davon sprechen, dass wir das Vorkrisenniveau erreichen, aber das war ja auch nicht berauschend. Schauen Sie mal, also nichts passiert hier, wo ich dann bin, weil wir eben letztes Jahr einen dermaßen Einbruch hatten, der natürlich auch auf die Automobilindustrie zum Teil zurückzuführen ist, aber sicherlich nicht nur, und der uns, wie gesagt, hier Sorgen macht über die mittelfristige Wachstumsperspektive, weil eben nicht alles auf Corona geschoben werden kann. Ja, dann sind wir beim verarbeitenden Gewerbe. Das Glas ist halb voll. Die Produktionszahlen relativ zu Januar, sie erholen sich deutlich. Hier als Perspektive Automobil. Schauen Sie mal, wir waren hier im April auf einer Auslastung von 16% im Vergleich zum
zum Vorjahr oder zu Januar jetzt. Und wir sind jetzt die letzten Monate auf 80% wieder angestiegen. Der Maschinenbau ist bei 90%. Ja, das sind total die Aufträge, die schon in den Büchern waren, aber nicht desto trotz, wo wir hierher kommen und wo wir jetzt sind. Wir haben schon fast das Niveau wieder erreicht in der Produktion von Januar. Ja, auch wenn wir natürlich ja auf Jahr jetzt hier aktuell hier noch immer noch deutliche negative Zahlen haben, erholen wir uns hier doch sehr, sehr schnell. Das Interessante ist, mir geht die Grafik rechts. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wir vergleichen jetzt die Corona-Krise mit der Finanzkrise. Und da wird ja gesagt, es ist alles so viel schlimmer. Und ich habe schon zu Anfang gesagt, dass das nicht stimmt, dass wir auch gemäß den Erwartungen, die wir für die zweite Jahreshälfte jetzt haben, am Ende nicht so viel schlechter für BIP rauskommen als in der Finanzkrise. Aber wo stehen wir? Und hier sind ein paar deutliche Unterschiede zur Finanzkrise, die man positiv sehen kann. Erster Punkt. In der Finanzkrise haben wir 8 Quartale gebraucht, bis wir unseren Tiefpunkt erreicht haben. Die Wirtschaft ist 8 Quartale hier vor sich hingesiecht, bis in der Tat der Tiefpunkt, Entschuldigung, ich habe hier Technik, ich bin Volkswirt, bisschen schwierig hier. Ich habe hier 8 Quartale gebraucht, bis ich den Tiefpunkt erreicht habe. Diesmal haben wir den Tiefpunkt nach 2 Monaten schon erreicht. Ich habe dann eine lange Erholung gehabt. Schauen Sie mal, wie wir jetzt zurückgekommen sind. Wir haben jetzt schon ein Produktionsniveau erreicht, wo ich sonst fast ein Jahr dafür gebraucht hätte in der Finanzkrise. Tieferer Einbruch, aber viel schneller und auch eine deutlich schnellere V-Erholung, nicht U, wie wir es hier sehen. Ja, natürlich ist die Frage, was nächstes Jahr passiert, aber wir werden relativ schnell hier auf das Vorkrisenniveau jetzt hier, ich will nicht sagen zustürmen, aber es wird auch relativ schnell erreicht werden und wir gehen davon aus, dass wir das bereits schon Mitte nächsten Jahres wieder erreichen. Das Glas aus dieser Perspektive ist sicherlich halb voll. Darum, Herr Schrämer, mein Kollege hat ja schon gesagt, die KfW, sehr viele Aktionen, jetzt würde ich gerne auch noch darauf eingehen. Ich wundere mich manchmal, was im Moment abgeht, wenn man die Verlängerung des Kurzarbeitergelds anschaut und wenn man sich die Verlängerung der Insolvenzregelung anschaut. Das sind ja alles Krisenmaßnahmen, ein kurzfristiger Einbruch, den ich überbrücken will. Und wenn ich eine Krisenpolitik bis Ende nächsten Jahres fahre, 2 Jahre lang, dann muss ich mir die Frage stellen, was ist hier wirklich Krise und was ist hier wirklich strukturelle Veränderungen? Also das soweit, was das Kurzarbeitergeld vielleicht angeht. Jens wird sicherlich auf die KfW-Themen noch eingehen. Aber es kommt eben aus der Perspektive heraus, dass wir eben hier nicht wissen, wie die neue Normalität und wie die Wachstumsdynamik nach diesem Aufholeffekt jetzt wirklich aussehen werden. Hier nochmal, ich habe extra mal die Automobilindustrie dargestellt. Und hier haben wir auf der linken Grafik das Produktionsniveau im April, Mai und im Juli, oder Neuzulassungen jetzt. Ja, das heißt, wir können sehen, in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien ist es zum absoluten Erliegen gekommen. Wir haben hier Neuzulassungen, die auf Null hier zurückgefahren sind, wie man hier sehen kann. Und es hat sich deutlich entspannt, die Situation. Also nicht nur die Produktion, die auf der rechten Grafik zu sehen ist, holt deutlich auf, sondern auch die Nachfrage hier erholt sich. Und wie gesagt, wir erwarten hier zumindest mal sogar eine etwas bessere Ausblick, als wir das vielleicht vor der Krise hier hatten. Aber hier sind viele, viele Unsicherheiten. Aber es ist eine Branche, die eben gebeutelt ist. Ich habe das mal den perfekten Sturm genannt. Und wir müssen eben aktuell, und das ist auch eine Botschaft, wir müssen unterscheiden zwischen strukturellen Themen, mittelfristige Wachstumsperspektive und die aktuell gute Erholung. Und wenn es einen gewissen Rücksetzer gibt, müssen wir auch jetzt nicht wieder den Weltuntergang hervorbeschwören. Das ist auch entscheidend. Es ist wichtig, in dieser Phase Perspektive zu behalten. Und darum nochmal, das Glas ist halb voll, die nächsten Monate und für dieses Jahr. Und es ist halb leer wegen Unsicherheiten, was eben nächstes Jahr angeht. Kommen wir ganz kurz zur Eurozone. Ja, da machen wir uns auch so ein bisschen Sorgen. Hier rechts unsere Prognose. Hier kann man sehen, dass dieses V etwas flacher ist. Ja, natürlich mit Spanien und Frankreich, die ja, und Spanien vor allem, das ja noch weiteren Probleme hat. Und der Tiefpunkt hier
vielleicht noch nicht sogar erreicht worden ist im dritten Quartal wegen der Tourismusbranche, ist die Erholung auch dementsprechend etwas flacher. Ich mache mir Sorgen um die rechte Grafik. Das sind die Bruttoanlageinvestitionen als Prozent zum BIP. Wir sehen hier, dass relativ zur Wirtschaftsleistung in Europa, und das gilt auch für Deutschland übrigens, immer weniger investiert wird. Und da spielen eben diese Krisen, ja, Finanz-, Euro-, Corona-Krise eine maßgebliche Rolle, weil eben der Einfluss hier wirklich nachhaltig nachzuweisen ist. Ja, und das ist eben so die Sorge, dass wir hier diese Corona-Krise, diese Zweifel an der nachhaltigen Wachstumserholung in den Investitionen hier noch auf Sicht sehen werden. Und das mag ja auch anhand den Risiken sicherlich gerechtfertigt sein. Und es ist auch deshalb gerechtfertigt, weil wir in Europa Probleme unter den Teppich schieben und nichts lösen. Die Euro-Krise, Griechenland-Krise ist nicht abgearbeitet worden. Ja? Wir haben jetzt, schauen Sie mal hier auf der linken Seite, wir haben hier, all diese Länder haben einen Schuldenschnitt um oder über 100% vor Corona gehabt. Ja? Hier ist nichts abgearbeitet worden. Und jetzt nach Corona haben wir Italien wahrscheinlich 150%. Wir haben Spanien mit 120%, wir haben Frankreich mit 100%, alle über 100%. Und dann reden wir davon, dass wir EU-Maßnahmen ergreifen müssen und so weiter fort. Und gleichzeitig macht die EU jedes Jahr einen Plan, dass das Defizit ausgesetzt werden kann und man damit erst perspektivisch wieder auf diese Maastricht-Kriterien zurückkehren kann. Das ist doch Utopie, die wir leben in einer Welt. Wir haben die Realität noch nicht verstanden, dass Maastricht nicht mehr relevant ist. Ich kann einem Land mit einer Schuldenquote von 150% auch ansatzweise und selbst mit welchen tollen Annahmen mittelfristig nie werden die das erreichen. Ja. Das heißt, hier hat Europa Baustellen. Wir sind auf dem Weg. Wir fangen ja schon mal an, dass die EU Schulden machen kann und dass wir die verteilen und nicht nur Kredite vergeben. Auch das ist richtig. Der Macron-Merkel-Vorschlag ist verkehrt. Dieser Vorschlag, dass wir einen großen Transferanteil drin haben, ist aus europäischer Sicht absolut und keynesianischer Sicht richtig und notwendig. Nur, liebe Zuhörer, wir werden hier mittelfristig nicht darum rumkommen, in Europa das neu aufzustellen, was die Schuldenverteilung langfristig angeht. Das mag richtig sein, verkehrt sein, aus moralischer Sicht. Und die Italiener sparen sowieso nicht und die Griechen auch nicht. Was habe ich mir da alles anhören müssen? Das mag alles richtig sein oder nicht. Das ist egal. Diese Schulden stehen und wenn die Eurozone überleben will, dann muss sie etwas tun. Und das ist genau da, wo wir anfangen müssen. Und es auch bekennen. Auch die Tage-2-Saal, ich weiß nicht, ob Sie an diese noch erinnern. Wir haben jetzt Tage-2-Saal, wir haben die Billionengrenze überschritten. Ja. Natürlich, mit der Schuldenquote, die weiter steigen werden, gibt es erstmal nur eine Lösung. Ah, das ist unsere Notenbank. Wunderbar ist das. Ob das die EZB, die FED, Japan und die Bank of England ist, das ist egal. Alle Notenbanken machen das, für was sie geschaffen worden sind. Und das ist jetzt erstmal Geld drucken. Massiv. Und das ist auch richtig. Auch hier die Frage, was ist Krise und was wird nicht mehr Krise sein? Da sind wir in Deutschland die Ersten, die sagen, aber wir haben doch keine Krise mehr. Doch, wir haben eine Krise. Wir haben eine anhaltende Krise. Weil wir diese Schuldthematik nicht adressieren. Und ich sage es mal andersrum sagen. Wenn wir der EZB Handlungsspielraum geben möchten, dass sie perspektivisch in 10 Jahren mal die Zinsen anheben kann, dann muss ich diese Schuldenthematik adressieren. Denn nur wenn ich diese Schuldenthematik adressiere, schaffe ich Handlungsspielraum für die EZB, die Zinsen anzuheben, sodass die Schuldentragfähigkeit dieser Länder eben nicht mehr von der EZB abhängig ist, was im Moment vollkommen der Fall ist. Vollkommen. Gar kein Thema. Das gilt übrigens auch für die USA. Auch da wird die Zinsen strukturell natürlich niedriger bleiben müssen, um diese Schuldentragfähigkeit auch zu halten. Das heißt, der Gedanke, dass, oder die Sorge, dass, wenn die Zinsen mal steigen, die Schuldentragfähigkeit nicht gegeben ist und wir Staatsinsolvenzen haben, das sehe ich anders. Zinsen werden nur dann steigen, wenn die Wirtschaft nachhaltig wächst, das mag durch Inflation oder nominal oder real sein, das mal dahingestellt. Nur dann werden die Zinsen steigen und wenn dieses Wachstum da ist, dann habe ich auch kein Schuldenproblem. Weil Schuldenproblem wird durch Wachstum gelöst, nachhaltig. Nicht durch Sparen. Wir müssen aufhören zu sparen. Es ist nicht Dagobert Duck in seinem Entenhausener Tresor, der da sitzt und die Taler zählt,
die unseren Lebensstandard erlauben, sondern dass dieses Geld konsumiert wird und das Wachstum kommt. Ja. Das ist ganz, ganz entscheidend. So, was sagen uns die Märkte? Nun, der DAX glaubt, dass die Erholung nachhaltig ist. Das KGV ist so hoch, das heißt, man erwartet, die Gewinne kommen. Die Weltwirtschaft erholt sich, und ich hoffe, das ist bis jetzt auch richtig. Und dass es auch nächstes Jahr der Fall sein wird. Eine höhere Nervosität kann man hier links sehen. Das ist die Volatilität gemessen rund um einen fundamentalen Wert. Und da sehen wir eben, wie volatil, wie nervös die Märkte sind. Das ist richtig. Aber machen Sie sich keine Sorge. Es gibt eine fundamentale Säule, die hat Taschen so tief, die kann man gar nicht leeren. Und das ist eben die EZB. Und Geldpolitik gehört für mich zur Stütze des Aktienmarkts, ganz klar. Und das ist natürlich auch Inflation. Das ist richtig, Inflation. Ja, aber eine ganz entscheidende Stütze, die noch auf Jahren da sein wird. Die Kreditmärkte, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Unternehmerwelt und die Realwirtschaft, die Kreditmärkte sehen es anders. Ja, hier können Sie links sehen, das sind die Risikoprämien, die ich bezahlen muss, um mich über Ausfälle abzusichern für Unternehmen im Doppel-B-Bereich, also dieser High-Yield-Sektor. Und wir sehen, dass im Ausbruch der Corona-Krise die massiv angestiegen sind, ist richtig. Aber wir sehen auch in der linken Grafik, dass sie noch bei weitem nicht auf Vorkrisenniveau sind. Nein, die Kreditmärkte sagen uns, und das ist auch fundamental berechtigt, auf der rechten Seite, wir haben so Simulationen gemacht, auch bei uns als Bank, was das systematische Ausfallrisiko ist in der deutschen Wirtschaft. Und die Kreditmärkte sagen uns berechtigt, dass das systematische Ausfallrisiko durchaus immer noch erhöht ist. Weil die Schuldenquoten ansteigen, deutlich auch bei den Unternehmen natürlich infolge der Krise, weil die Konjunkturerholung nächstes Jahr, das Glas nur halb leer ist. Und all das ergibt ein gewisses Risiko, das sich der Markt hier natürlich bezahlen lässt. Und diese Einschätzung zeigen die Kreditmärkte und diese Einschätzung teilen wir natürlich grundsätzlich auch. Das heißt, wir haben erhöhte Unsicherheit für nächstes Jahr hier, was man sicherlich in der Planung, unternehmerischen Planung für nächstes Jahr berücksichtigen sollte. Kommen wir zur letzten Grafik. Die EZB hat aber alles in der Hand, was Staatsanleihen angeht, das ist schon mal beruhigend. Naja, und hält natürlich die Langfristzinsen auf der rechten Seite, kann man das sehen. Ja, das sind die US-Zinsen und die US-Zinsen hier, die Bundrenditen hier. Wir sehen natürlich, dass bei den Niveaus, wo wir waren, es nicht mehr viel passieren kann, nach unten jetzt. Aber in den USA, natürlich im Ausbruch der Krise, die Zinsen deutlich gesunken sind. 10 Jahre Renditen jetzt auf 0,6 so rum. Das hat zur Folge gehabt, dass das Zinsdifferenzial, was der Haupttreiber des Euro-Dollars ist, dass das deutlich sich eingeengt hat. Und dementsprechend haben wir auch die letzten Monate eine Aufwertung des Euros gegenüber dem Dollar gesehen. Wie geht es jetzt weiter? Nun, diese unteren Zinsen, die werden sich nicht bewegen. Die EZB wird auf Jahre nichts tun, während sich mit der Erholung der USA perspektivisch man hier vielleicht einen moderaten Anstieg sehen kann. Wir werden diese Niveaus auch in den USA noch auf Jahre nicht sehen, wegen der Schuldenanstieg. Von daher habe ich nicht die Einschätzung, dass wir hier einen nachhaltigen Euro-Dollar-Aufwertung sehen werden. In Europa ist alles andere als Probleme gelöst. Und das kann sich die EZB auch gar nicht leisten, weil es eine geldpolitische Straffung wäre. So. Und darum gehen wir davon aus, dass der Euro-Dollar sich erst halbwegs bewegt, vielleicht noch ein bisschen abschwächt, ja, aber dass es keine nachhaltige Entwicklung sein wird. Ja, jetzt übernehme ich gerne. Ich habe meinen Teil genannt zwischen Corona und Klimaschutz und tatsächlich gibt es dafür auch schon ein Fachwort, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Green Recovery kann man mittlerweile auf Wikipedia googeln. Ja, das hat im Endeffekt diesen etwas merkwürdigen Übergang. Wir hatten das ja noch gesehen. Bis vor kurzem wurde ja noch das V, das U oder das L diskutiert. Wie wird sich der Verlauf der Konjunktur darstellen? Jetzt haben wir gesehen, es geht doch für die meisten Branchen zumindest eher in Richtung V. Es sieht nicht so schlecht aus. Und man verbindet damit die Hoffnung, dass natürlich jetzt durch diese Disruption auch für den Klimaschutz und die Investitionen, die jetzt hoffentlich langsam wieder kommen, sich eine neue Richtung verbringen. Also jedes Kind muss einen schönen Namen haben. Dieses Kind hat das Namen Green Recovery. Klaus, gib mal bitte einen Schritt weiter.
Ja, gucken wir uns mal an. Die Zahlen, die Sie hier sehen, das sind Zahlen, die die KfW auf ihrer Homepage veröffentlicht. Wenn man weiß, wo, dann kann man da tagtäglich gucken, wie sich das Antragsvolumen bei der KfW entwickelt. Sie können hier sehen, wir haben so ungefähr, das ist Stand letzter Woche, ungefähr 54, 55 Milliarden an Anträgen vorliegen. Und wie das immer so ist, das können Sie dann für sich selber nochmal ausprobieren, ist natürlich ungefähr drei Viertel der Stückzahl bei wirklich kleinteiligen Anträgen unter 10 Millionen oder bis 3 Millionen Euro. Der Großteil des Volumens geht allerdings dann doch eher auf die großen Einzelanträge, die wir ja auch gesehen haben, die ja teilweise im mehreren 100-Millionen-Bereich war. Es gab gestern eine Veranstaltung von der KfW, wo gesagt wurde, so der Durchschnitt liegt bei knapp unter 3 Millionen Euro, was hier zugesagt wurde pro Antrag. Das ist aber so gesehen nicht wirklich was wert, weil die Unterschiede in der Statistik, also die Heterogenität der Anträge recht groß sind. Was Sie auch sehen auf der rechten Seite, ist, dass jetzt langsam die Antragskurve, nachdem sie doch sehr sprunghaft angestiegen ist und ja, die Banken auf jeden Fall sehr herausgefordert hat, das jetzt in kurzer Zeit und aus dem Homeoffice mehr oder weniger alles zu regeln, sich jetzt wieder ein bisschen sättigt, also die Tangente neigt sich und langsam aber sicher haben wir hier bei ungefähr 84.000 Anträgen ein bisschen Stabilität erreicht. Das setzt natürlich voraus, dass wir, wie alle ja hoffen, keine große zweite Welle sehen. Sie sehen da unten noch eine Landkarte, wenn Sie das dann später, wir schicken Ihnen die Charts ja auch als PowerPoint zu, als PDF zu, dann können Sie sich das nochmal genauer gucken, wie sich das auf die Bundesländer verteilt. Ich habe mal gefragt, wieso Nordrhein-Westfalen da so heraussticht, weil Nordrhein-Westfalen hat ungefähr so viel wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. So richtig konnte man sich das nicht erklären, aber wahrscheinlich liegt das auch einfach mit dem Sitz der ein oder anderen Konzernzentrale zusammen. Gehen wir mal weiter und dann wollen wir nicht verhehlen, dass wir als IKB hier auch wirklich eine führende Rolle gespielt haben. Sie wissen, die IKB ist im Fördermittelgeschäft lange, viele Jahrzehnte verwurzelt. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt nicht unbedingt eine der größten Banken. Aber ich bin nicht unstolz darauf, sagen zu dürfen, dass wir zumindest laut Auskunft der KfW zusammen mit den großen Namen zu den Top 10 Durchleitern im Fördermittelgeschäft für die Corona-Programme gelten. Und wie Sie das wahrscheinlich von uns erwartet haben, liegt unser Schwerpunkt auch eher bei den Anträgen im größeren Bereich, also sprich bis 100 Millionen oder über 100 Millionen, was ja eine Zeit lang auch noch möglich war. Ansonsten traue natürlich keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, will ich da gar nicht so weiter drauf eingehen, vielleicht noch so ein bisschen, wie wir den Markt sehen. Wir können auch aus unserer und der Kreditsicht bestätigen, dass sich doch bei vielen Unternehmen die Situation entschärft hat. Aber es gibt eben doch auch noch das eine oder andere Unternehmen, was auch jetzt noch überlegt, auch im größer volumigen Bereich bis hin zu 100 Millionen, sich mit Corona-Mitteln auszustatten, weil das hat man ja gerade bei Herrn Dr. Bauknecht auch deutlich gesehen, die Branchen alle sehr uneinheitlich ticken, die Restrukturierungsherausforderungen unterschiedlich sind und bei manchen sich das Thema doch länger hinziehen wird. Gehen wir mal einen Chart weiter. Ich habe dies hier mitgebracht, weil ich denke, das ist vielleicht ein bisschen für Sie interessant. Wir erinnern uns, die Bundesregierung hat ja im Frühjahr des Jahres die große Bazooka, wurde da ja kommuniziert, rausgezogen, hat gesagt, wir legen hier ein richtig fettes Rettungsprogramm auf und nennen das Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der aus drei Bausteinen besteht, nämlich dem KfW-Sonderprogramm, das haben wir gerade gesehen, was da passiert, aber eben noch zwei weiteren, nämlich den Staatsgarantien für Kapitalmarktprodukte und die staatlichen Beteiligungen. Und ich wollte Ihnen hier nur mal ganz kurz einen Zwischenstand geben. Bei den Sonderprogrammen haben wir ein Budget von 100 Milliarden Euro, wo wir jetzt etwas mehr als die Hälfte aufgebraucht haben. Zielgruppe bei dem KfW-Sonderprogramm sind alle gewerblichen Unternehmen. Und wir können sagen, nachdem das auch hier in den Monaten März, Mai und Juni hat uns das, Herr Schwermeier, sicher den einen oder anderen Schweiß auf die Stirn getrieben, wie sich da teilweise im Tagesrhythmus die Programme nochmal verändert haben, das hat sich mittlerweile stabilisiert. Also insofern ist das jetzt wirklich ein belastbarer Baustein für alle Unternehmen, die es tatsächlich brauchen oder auch nur vorsorglich nutzen wollen. Und ich möchte an der Stelle nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass zumindest die gegenwärtige Regelung so aussieht,
dass man unter diesem Programm noch bis zum 31.12. die Mittel in Anspruch nehmen kann und dann aber eben auch der Kreditvertrag abgeschlossen sein muss. Wir hatten gestern eine kleine Diskussion mit dem BMWI und der KfW, ob es Möglichkeiten gibt, diese Maßnahmen und Bausteine, auch die übrigen Bausteine des WSF, noch über den 31.12. hinaus zu verlängern. Dabei spielt jetzt gar nicht mal so sehr der Gedanke eine Rolle, dass es vielleicht noch so furchtbar viel Unternehmen zu retten gibt, aber es dient eben auch maßgeblich dazu bei, die Kapitalmärkte ein Stück weit zu beruhigen und dass die nervös sind, das hat Herr Dr. Bauknecht uns ja gerade vorgestellt. Kommen wir ganz kurz zu den Staatsgarantien und staatlichen Beteiligungen. Staatsgarantien sind im Endeffekt Anleihen jeder Form, die mit einer Staatsgarantie bis zu 90% ausgestattet werden können. Hier hat die Bundesregierung ein Budget von 400 Milliarden Euro, also 2/3 der gesamten Summe, vorgesehen. Bis heute müssen wir sagen, die Merkblätter für dieses Programm, also wenn Sie so wollen, die Richtlinien, da drin steht, wie ich meinen Antrag zu stellen habe, die liegen jetzt gute 4 Wochen vor. Und wir haben so mal ein bisschen reingehorcht und uns ein paar Insider-Infos geben lassen. Bislang muss man sagen, gibt es kaum reale Anträge. Also real meint hier Anträge, die wirklich weiterverfolgungswert sind. Ein Insider erzählte uns, dass die Anträge, die es hier bislang gab, alle dergestalt sind, dass man eigentlich nach erster Prüfung sagen muss, der Antragsteller ist gar nicht antragsberechtigt, weil er eben schon vor Corona im Endeffekt ein Unternehmen in Schwierigkeiten war, so dass man die größtenteils ablehnen muss. Das wird man sicher nachschärfen. Wo es ein bisschen mehr Action gibt, ist im Moment noch bei den staatlichen Beteiligungen. Hier haben wir auch ein Budget von 100 Milliarden Euro. Hier sind 15 Anträge gestellt, 50 Fälle, wurde uns gesagt, werden hier im Moment geprüft. 2 Zusagen gibt es schon, die 3. soll jetzt kurzfristig kommen. Das Programm ist wohl relativ attraktiv, und zwar so attraktiv, dass man überlegt, es nachzuschärfen. Hier gibt es also quasi relativ günstig Eigenkapital, nämlich zu 4%. Und da ist man jetzt auf den Trichter gekommen, dass das doch zu einer Marktverzerrung führt, weil man eben eigentlich nicht möchte, dass die Unternehmen diesen Möglichkeiten länger als unbedingt nötig nutzen. Insofern gehen wir davon aus, dass das Programm staatliche Beteiligung kurzfristig nachgeschärft wird, sprich, was heißt das auf Deutsch, dass die Konditionen hier verteuert werden. Also man reagiert ja auch auf die Entwicklung. Wenn Sie jetzt selber überlegen sollten, den einen oder anderen Baustein für sich in Anspruch zu nehmen, behalten Sie bitte eins im Kopf. Das ganze Thema ist wie aus beihilferechtlichen Gründen sowieso nur für Unternehmen relevant, die zum Stand 31.12.2019 keine sogenannten Unternehmen in Schwierigkeiten waren. Das ist ein beihilferechtliches Thema. Das können Sie mal googeln oder auch uns gerne fragen, wenn Sie das beschäftigt. Das heißt also auf Deutsch gesagt, das Unternehmen muss nachvollziehbar durch Corona in eine Schieflage gekommen sein, damit es zumindest die Staatsgarantien und die staatlichen Beteiligungen in Anspruch nehmen kann. Und bedenken Sie, deswegen steht das hier auch, dass die Staatsgarantien und die staatliche Beteiligung subsidiär zu den KfW-Sonderprogrammen nur angeboten werden dürfen. Das heißt, bei der Antragstellung müssen Sie schon darstellen, dass die KfW-Sonderprogramme für Sie entweder gar nicht, aus welchen Gründen auch immer, oder eben nicht mehr in Frage kommen. So, das war der Blick im Rückspiegel oder in den Status quo. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Und jetzt sehen wir hier auch direkt diesen Wendepunkt, diese Green Recovery nach dem Motto Aufschwung ja gerne, aber grün muss er sein. Das haben wir ja oder der interessierte Leser auch relativ deutlich in dem Beschluss des Bundestages von Anfang Juni zu sehen bekommen, wo dieses berühmte Konjunkturpaket über die 130 Milliarden Euro diskutiert wurde. Sie erinnern, das ging auch ein bisschen durch die Presse. Und hier wurde insbesondere die Abwrackprämie diskutiert, die ja da nicht gekommen ist in der Breite. Also daran hat man es gemerkt. Und da sind jetzt eben auch in diesen 130 Millionen schon wieder eine ganze Menge Mittel drin, nämlich in dem Zukunftspaket, das 50 Milliarden von diesen 130 Milliarden ausmacht, die eben nicht mehr eigentlich dafür gedacht sind, die Unternehmen jetzt irgendwie zu retten, sondern die auch darauf einzahlen, dass eben in die Transformation der Wirtschaft, wie das immer so schön genannt wird, Richtung Klimaneutralität investiert wird. Also wenn wir uns mal erinnern an unsere Vorträge, die wir vielleicht noch im Frühjahr hatten, die jetzt vielleicht schon ein bisschen in den Hintergrund gegangen sind,
haben wir hier das Klimaschutzprogramm 2030 mit wirklich sehr, sehr üppigen Mitteln und haben jetzt nochmal additiv 50 Milliarden obendrauf bekommen. Also man kann schon sagen, wenn man ja, sich das mal aus reiner Fördermittelsicht betrachtet, gab es selten eine Zeit, glaube ich, an die man sich erinnern kann, wo es eine derart reichhaltige Ausstattung an Fördermitteln gab, wenn man sich eben darauf verständigt, hier in Richtung Klimaschutz zu gehen. Ganz besonders hervorheben möchte ich, und deswegen ist es ja auch bildlich abgebildet, die nationale Wasserstoffstrategie, wo ja die Bundesregierung einen großen Wert drauf legt und das immer wieder betont, dass sie Deutschland hier in der führenden Rolle sieht. Viele unserer Kunden beschäftigen sich auch damit und auch wir als Bank sind dabei, uns hier aufzustellen, um mit unseren Kunden die Möglichkeiten zu diskutieren, die sich daraus ergeben, um ihm bei der Strukturierung und der daran anschließenden Finanzierungs- und Förderfragen behilflich zu sein. Ja, gehen wir nochmal eins weiter. Hier habe ich Ihnen mal so ein bisschen was mitgebracht, was es eben an Themen gibt. Da finden wir ein paar altbekannte Themen wieder. Das Programm Energieeffizient Bauen und Sanieren richtet sich halt auf alle Arten von Gebäuden. Hier ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass dieses Programm voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres abgelöst wird. Da werden die Schwerpunkte ein bisschen anders gesetzt werden. Heißt also für alle die, die Bauprojekte am Horizont haben, macht es sicher Sinn, jetzt in den nächsten Monaten mal zu diskutieren und zu prüfen, ob das jetzige Programm möglicherweise noch ein bisschen günstiger ist als das kommende. Es kommt sehr auf den Einzelfall an, deswegen eine generelle Aussage lässt sich dazu nicht machen. Aber es wird Sie sicher nicht verwundern zu hören, dass man auch hier ja, bemüht ist, die Latte etwas höher zu legen. Insofern für alle, die an Bauen denken, auf jeden Fall das nochmal im Laufe der nächsten 6 bis 9 Monate auf die Förderwürdigkeit prüfen. Dann haben wir das Programm Energieeffizienz in der Wirtschaft, was immer weiter ausgebaut wird, was eigentlich mit dem Programm Wettbewerb Energieeffizienz so ein Schwesterprogramm ist. Sie erinnern sich, das sind Themen Energieeffizienz in der Produktion. Hier sind wirklich der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Gebäude schalten allerdings aus. Wenn Sie also an investive Maßnahmen denken, wo Sie entweder den Energieträger in Richtung regenerativ wechseln, also von fossil auf regenerativ, oder aber eben sagen, ich investiere neu und ich kann hier deutlich energieeffizienter produzieren als zuvor, dann wäre dieses Programm oder diese Programmfamilie für Sie natürlich ein ganz großes Thema, was man auf jeden Fall mal durchdeklinieren soll, welche Möglichkeiten sich hier ergeben. Ich möchte jetzt nicht alles durchgehen, vielleicht nur noch 2 oder 3 Punkte. Es gibt ein großes Thema, zu dem ich auch das eine oder andere schon veröffentlicht habe, EU-Taxonomie. Kapitalmarktorientierte Unternehmen werden sich da schon ein bisschen eingelesen haben, weil ab spätestens 01.01.2022 wird das Thema in der Veröffentlichungspflicht für Sie auch relevant. Und die KfW hat passend zu diesem Thema ein neues Programm aufgelegt, KfW Klimaschutzprogramm. Das kam jetzt dummerweise im März und ist dadurch ganz deutlich durch die Corona-Programme überdeckt worden. Aber auch hier gibt es für, sagen wir mal, einen noch breiteren Strauß an Investitionen, die sich entweder in Richtung Klimaschutz oder auch Umweltschutz, also es ist weiter gefasst hier, orientieren. Nicht nur eine günstige Finanzierung, sondern eben auch Zuschüsse. So, und dann ist natürlich das Thema Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Da können wir berichten von dem nationalen Dekarbonisierungsprogramm, was es heute im Moment erst in der Vorläuferversion als Umweltinnovationsprogramm gibt. Hier gibt es aber schon die ersten großen Anträge, die wir zum Teil und auch mit der Hamburger Niederlassung begleiten durften. Das Programm soll im Laufe des Jahres 2020 von der EU zertifiziert werden. Dann wird es auch offiziell unter diesem Namen zu beantragen sein. Und um dieses ganze Thema Wasserstoff und klimaneutrale Mobilität, da rankt sich noch vieles, was zu kommen ist. Im Moment können wir eh sagen, haben wir die Situation, wenn Sie diese ganzen Papierchen lesen, die ich immer auf der letzten Seite auch nochmal als Link hinterlegt habe, dass Sie sagen können, die Politik ist im Moment deutlich schneller als ihre Exekutive. Wenn man mit den Ministerien spricht, dann hört man oft nur noch ein Stöhnen. Natürlich sind die auch von Corona gebeutelt, aber sie sagen, naja, es gibt jetzt hier diese wunderbaren Papiere, wo drin steht, was alles kommen soll. Das Problem wird allerdings sein, wie wir es dann tatsächlich in die Realität bringen.
Denn zu sagen, ich will ein Förderprogramm haben, ist das eine. Es dann zu designen und durch die ganzen Ausschüsse und Genehmigungsthemen zu bringen, ist das andere. Das will sagen, da wird jetzt in den Jahren 21, 22 noch viel kommen. Und das ist aber auch eine gute Zeit und dazu kann ich Sie nur einladen, wenn Sie jetzt Projekte haben, wo Sie sagen, naja, das ist irgendwie sicher relevant für das ganze Thema Dekarbonisierung, Klimaschutz im weitesten Sinne, dann besteht heute durchaus auch die Möglichkeit, dass wir mit diesen Pilotprojekten, die Ministerien ansprechen, stellen Sie sich das so vor, die sind im Endeffekt auch durchaus offen und interessiert daran, Diskussionen zu führen und dann mal ihre Ideen am praktischen Objekt zu probieren. Insofern ist wirklich jetzt eine gute Zeit, solche Sachen zu thematisieren. Ja, und dass wir Ihnen als IKB da gerne zur Seite stehen, das brauche ich, glaube ich, nicht besonders hervorheben. Dann bin ich, glaube ich, ich gucke mal hier auf meinen Spickzettel, auch fast am Ende und darf dann damit abschließen, indem ich Sie nochmal auf unseren Blog verweise, wo Sie regelmäßig Informationen zu allen Themen rund um Fördermittel bekommen. Und weil ich es persönlich so interessant finde, hier auch nochmal der Link zu den wesentlichen Veröffentlichungen der Bundesregierung und des BMWI. Die Unterlagen lesen sich wirklich einigermaßen lesefreundlich und ich glaube, es macht absolut Sinn, dass die Unternehmenssteuerer und Strategen zumindest die für sie relevanten Seiten mal gelesen haben. Gut, dann bin ich am Ende und ich hoffe, ich bin auch einigermaßen in der Zeit. Und dann ergeben wir zurück an Herrn Schwermeier und gucken mal, ob in der Fragerubrik schon was steht, oder? Ja. Also erstmal den beiden Kollegen ganz herzlichen Dank für die, das waren kompetente und mit Herzblut ausgestattete, so wie im persönlichen Gespräch, das immer erleben kann. Bei Klaus ist es immer schade, wenn er sitzen muss, nicht? Und hebt sie fast vom Stuhl. Und vielleicht noch eine Zahl, bevor wir uns dann den Fragen widmen, wo wir in der Tat ein Stückchen drauf stolz sind. Sie wissen, wir sind eine Nischenbank, knapp 600 Mitarbeiter. Und haben jetzt in den letzten Monaten bei der KfW aus dem Sonderprogramm immerhin Anträge von aktuell 1,3 Milliarden gestellt und sind auch sehr zuversichtlich, dass wir die genau in der Höhe auch durch die KfW zugesagt bekommen. Vielleicht schauen wir jetzt wirklich mal auf die Fragen in der Hoffnung. Sie sind ja alle anonym, die Fragen, dass viele gestellt wurden. Eine Frage, die gerade schon reinkommt, ist, was unsere konkrete Einschätzung zum Euro-Dollar-Wechselkurs ist. Ich darf sagen, dass wir natürlich im Nachhinein die Präsentation Ihnen zukommen lassen und da sind auch alle unsere Prognosen, Wachstum, Branchen, Inflation und Devisenkurse auch alle explizit natürlich drinnen. Grundsätzlich erwarten wir, wie ich schon gesagt habe, dass wir keine signifikante Aufwertung des Euros zum Dollar erwarten, sondern eher eine, ich sag mal, grobe Seitwärtsbewegung im Rahmen von 1,15 bis 1,25. Das ist so die Spannbreite mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, weil wir eben davon ausgehen, dass sich die US-Wirtschaft dann deutlich hier erholt. Ja, vielleicht eine Frage, die geht ja Richtung Japan. Wenn man die japanische Verschuldung sich vor Augen führt, gut, jetzt sind die Japaner mit der Besonderheit ausgestattet, dass sie sich quasi selbst finanzieren über die vielen Spareinlagen, die dort dem Staat dann gegeben werden. Kann man das mit der europäischen Verschuldung oder mit der amerikanischen Verschuldung ein Stück vergleichen? Ja, mit der amerikanischen Verschuldung weniger. Die Japaner finanzieren sich selber, weil sie eine geschlossene Gesellschaft auch sind. Die Amerikaner durch ihr massives Leistungsbilanzdefizit finanzieren ja ihre Schulden eher, indem sie ihre Dollars exportieren. Grundsätzlich bin ich sehr skeptisch oder sehr vorsichtig, Japan als ein Beispiel zu nehmen, für was uns in Europa oder sonst wo droht, weil Japan doch ein sehr originelles Land ist, relativ geschlossen, ist eine geschlossene Volkswirtschaft, mag man gar nicht glauben, Japaner exportieren so viel, aber im Gesamtkontext der Wirtschaft eine geschlossene Volkswirtschaft, eine relativ unflexible Wirtschaft, da wo auch wenig Veränderungsimpulse kommen, es ist eine alternde Wirtschaft und es ist eine Wirtschaft, wo das Pro-Kopf-Einkommen steigt, auch wenn die Wirtschaft nicht wächst. Und daher fällt auch so irgendwie der Drang zur Veränderung. Japan ist ein sehr spezieller Fall. Aber,
Und das geht an die eine Frage. Die nächste Frage, die hier gekommen ist, über Inflation. Japan hatte schon seit Jahren Deflation und wir, die große Diskussion im Moment in Deutschland ist ja, bekommen wir Inflation, bekommen wir Deflation? Und da ist natürlich erstmal die Frage, was man eigentlich unter Inflation versteht. Wir haben schon lange Inflation in Deutschland oder in Europa. Und wenn ich das am Goldpreis messe, wenn ich es an Immobilien messe, und nicht nur in Hamburg, haben wir eine massive Geldentwertung, schon lange. Wir messen es aber, oder die EZB misst es aber am Verbraucherpreisindex. Und auf dieser Basis erwarte ich auch weiterhin, dass wir keine bedeutenden Inflationsanstiege sehen werden. Dafür müsste die Geldmenge in der Realwirtschaft erstmal deutlich ansteigen. Das wird nicht kommen, weil institutionelle Investoren, die jetzt riesige Money-Market-Fonds managen, wenn sie nicht entscheiden, jetzt nehme ich mein ganzes Geld und fange an zu konsumieren. Wer denn? Wie denn? Oder auch die deutschen Sparer. Man muss erstmal zu dem Punkt kommen, wo man sagt, jetzt löse ich mein Sparbuch auf, nicht um Gold zu kaufen oder nicht um eine Immobilie zu kaufen, das wäre nicht Inflation, sondern um zu konsumieren. Ich kaufe mir jetzt Autos und Handys und so Sachen. Das ist schon eine extreme Annahme. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Geld, das geschaffen wird von der Notenbank, auch in den Finanzmärkten, von den Finanzmärkten in die Realwirtschaft fließt, das halte ich für eher überschaubar. Wäre nur der Fall, wenn wir Helikoptergeld hätten und die Produktion lahm liegt. Also jeder bekommt Geld, muss es ausgeben, es wird nichts produziert. Aber das ist ein Zustand, der wird nicht kommen. Und selbst die große Depression, wo ja das Wachstum, die Produktion ja massiv eingebrochen ist, hat gezeigt, auch dann ist mit der Deflation eher zu rechnen. Soll nicht heißen, dass die Inflation nicht ansteigen wird. Wir werden auch in Deutschland am Jahresende auf 0,45 und dann mit der Mehrwertsteuererhöhung wieder bis Ende nächsten Jahres auf durchaus 2% Inflation wieder kommen. Davon ist auszugehen, auch technisch bedingt, auch weil der Ölpreis sich stabilisiert und leicht erholt. Aber eine Inflation ist ja ein nachhaltiger Anstieg in der Inflationsrate. Davon bin ich weit entfernt. So, wenn mich keiner unterbricht, das ist eine Frage zur Bauwirtschaft. Genau, die Bauwirtschaft. Wie sehen wir die Entwicklung der Branche in den kommenden 18 Monaten? Grundsätzlich sind das sind viele Entwicklungen. Wir sind relativ kritisch, was Commercial Real Estate angeht, was Bürogebäude angeht, weil eine neue Normalität wird sein, ein viel höherer Nutzung von Homeoffice und das wird auch bleiben. Und wenn man sich anschaut, was hier schon gebaut wurde, dann macht uns das so ein bisschen Sorge, dass wir sicherlich hier eine anhaltende Konsolidierung, Dämpfung sehen werden, zumindest mal was Commercial Real Estate angeht, auch was die Hotels angeht und so weiter, dieser Bausektor. Was den privaten Bausektor angeht, das sind zwei Effekte, die eine Rolle spielen. Auf der einen Seite habe ich den Investor, der weiterhin natürlich Geld in den Immobiliensektor pumpen wird, weil Zinsen für noch länger nicht bleiben werden, gar keine Frage. Der gegenseitige Effekt ist, dass sich viele Leute eben das dann vielleicht doch nicht mehr leisten können, wenn man sich so die Häuserpreise anschaut. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass so die Peripherie jetzt vor allem profitiert, weil wir eben anhand dieser Homeoffice-Veränderung und den hohen Preisen in den Hotspots hier eine Verschiebung in die Peripherie sehen werden und da die Nachfrage nach Bau relativ hoch bleiben wird. Das heißt, grundsätzlich sind wir die Bauwirtschaft eigentlich relativ zu anderen Sektoren und auch grundsätzlich positiv, wobei man hier sehr aufpassen muss, was die Hotels und was so die Bürogebäude angeht, denn da wurde auch in der Zwischenzeit schon sehr viel gebaut. Der Bausektor hatte das Problem, dass die Nachfrage erst sehr spät, das Angebot erst sehr spät reagiert. Aber wenn es reagiert, dann gibt es gleich eine Überreaktion und dementsprechend gibt es dann auch dementsprechend vor allem in diesem Markt Blasen. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich wird die Nachfrage nach Immobilien anhand der Inflation oder anhand der Zinsentwicklung weiter hoch bleiben. Wenn spezielles Interesse besteht, wir haben gerade eine längere Präsentation speziell für die Bauindustrie gemacht. Das heißt, wenn da weiteres Interesse besteht, dann bitte mich anschreiben. Ich würde Ihnen dann die Präsentation
die ist gerade diese Woche fertig geworden, zukommen lassen. Die Frage gegenüber über den DAX. Wenn jetzt Unternehmen werden ja natürlich jetzt relativ schlechte Zahlen zeigen für das zweite Quartal jetzt auch, und ob das denn den DAX nicht nochmal unter 10.000 drückt, nein, sehe ich überhaupt nicht, weil der Markt schaut nach vorne und die Zahlen sind gut, was Indikatoren angeht und so weiter. Und bei vielen Unternehmen sehen wir ja auch, dass der Einbruch in den Gewinnen ja gar nicht mal so schlimm war wie erwartet. Wir haben tatsächlich die Situation, dass wenn manche DAX-Unternehmen ihre Ergebnisse präsentieren, die knallrot sind, aber der Aktienkurs trotzdem steigt, weil es noch viel schlechter erwartet wurde. Von daher, nein, wir sehen den DAX eher bei 14.000 Jahresende als unter 10. Die Weltwirtschaft erholt sich. Die DAX-Unternehmen sind global aufgestellt. Es gibt hier keinen Grund für eine pessimistische Stimmung. Die Frage ist, wie niedrig müssen die Zinsen bleiben, damit sich die Staaten weiterfinanzieren können, und das spricht alles immer nur für die Unternehmer, für den DAX, für die Aktienmärkte. Ich mache mal weiter. Dann kommt die nächste Frage. Eine Frage in den USA wird aktuell rege über die Modern Monetary Theory diskutiert. Wie bewerten Sie den Ansatz, und wie sehen Sie es bezogen auf Europa? Oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Da muss man sich erstmal dran eingehen. Was ist die Modern Monetary Theory? Also der Gedanke, dass die Notenbank ja eigentlich, wenn sie alles aufkauft, dann einfach nur eine buchhalterische Sachen abschreiben kann. Und dann fangen wir von neuem wieder an. So dieser Gedanke. Ich tue der Theorie jetzt nicht, werde nicht ganz gerecht. Aber so der Gedanke, dass wir eigentlich gar kein Problem haben, weil die Notenbank das ja eigentlich über ihre Bilanz hier aufnimmt. Nun, Sie werden gehört haben in meiner Argumentation, dass ich dem Gedanken, dass die Notenbanken hier eine Rolle spielen, nicht abgeneigt bin. Wir müssen grundsätzlich verstehen, dass Schuldenproblematik, die Welt ist nicht überschuldet. Kann sie gar nicht. Weil es für jede Verschuldung eine Gegenposition gibt. Ein Land mag überschuldet sein, die Türkei hat das Problem, weil sie hohe Schulden hat, aber die im Ausland sind. Ja. Aber es ist eine reine Verteilungsfrage. Und von daher, so finde ich dieses Argument ganz charmant, dass man doch hier auch einfach gewisse Abschreibungen, zumindest mal über die Notenbank, tätigen kann. Aber grundsätzlich müssen wir uns den Gedanken stellen, dass wir, und das betreibt die Geldpolitik. Geldpolitik ist Verteilungspolitik. Und wir haben eine massive, auch diese Monetary Theory wird ja nichts anderes darüber hinauslaufen, dass wir eine massive Umverteilung, Neuverteilung von Vermögen, von Bargeldbeständen, was sie wert sind, und von Schulden haben. Und das muss kommen. Das mag man mögen oder nicht. Früher hätte man schon längst massive Schuldenschiene gehabt und so die Umverteilung vorangetrieben. Jetzt machen wir es etwas zivilisierter über eine Notenbank, über eine schleichende oder über eine massive Vermögensanstiege, über eine schleichende Entwertung durch negative reale Zinsen, die noch lange Zeit da bleiben muss. Sie muss kommen. Sie wird kommen und sie muss kommen, weil wir anders gar nicht mehr diese effektive Nachfrage, ja, dass Leute auch wieder Schulden aufnehmen und zu konsumieren, und Leute, die Vermögen haben, sind die Realwirtschaft pumpen, das findet dann statt. Und das muss ich wiederherstellen. Das war mein Argument über Dagobert Duck. Ja, der hält das ganze Geld im Tresor und es fließt nicht in die Realwirtschaft. Eine Katastrophe. Man müsste ihn enteignen oder ihn zwingen, es in die Realwirtschaft zurückzupumpen. Das ist das Problem, das wir in der Welt, in der wir leben. Massive Vermögensbestände in der Finanzwelt. Hier übrigens kann ich nur raten, der Volkswirt Minsky hat das auch angesprochen, dass wir in einer Welt leben, wir kennen ihn nur über diese Instabilitätstheorie, aber er hat gesagt, dass in einer Finanzwelt wird viel zu viel Geld in der Finanzwirtschaft gepumpt und ich kann ganz schnell Geld verdienen, kurzfristig durch spekulative Transaktionen auf der Finanzwelt, aber es hilft ja der Realwirtschaft nicht. Und man das in den Griff kriegen muss, dass dieses Geld, das jetzt in der Realwirtschaft investiert wird, von all diesen Fonds, dass das in die Realwirtschaft fließt. Wie kriege ich das hin? Dass ein Institutional Fund in Saudi-Arabien eben nicht nur Daimler-Aktien kauft, sondern hier in der Realwirtschaft investiert. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber da müssen wir hinkommen, dass dieses Geld wieder in die Realwirtschaft fließt.
Und das versucht krampfhaft die EZB zu erreichen. Da gäbe es sicherlich auch über die Fiskalpolitik effektivere Maßnahmen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Entschuldigung, Kollegen, ich mach mal weiter, ja, in den Fragen. Mal weiter, aber eine klasse Frage, finde ich gut, Modern Monetary Theory. Da können wir noch tiefer drauf eingehen. Künftig, ich lese mal die Frage vor, oder? Künftig fallen irgendwann die Sonderregelungen zur Insolvenz weg. Ja, wurde es gerade verlängert bis Dezember? Wie schätzt die IKB diese Wirkung ein? Aktuell ist im Bereich der KfW nicht gut. Oh, Jens ist eine Frage vielleicht. Nee, die nächste ist für mich. Was heißt WKV? Für uns Warenkreditversicherung. Okay. Schon über einen Auslauf und Schiss. Ja, das ist diese Frage. Ist das gerechtfertigt, dass die Insolvenzregelung verrückt wird oder macht es nicht nur Zombie-Unternehmen? Ja, das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, das IW, hat ja heute schon gesagt, 4.000 Zombie-Firmen kriegen wir infolge der Verlängerung dieser Regelung. Ich habe das ein bisschen angesprochen mit meiner Diskussion über das Kurzarbeitergeld. Die Bundesregierung ist dabei, Krisenmaßnahmen als Lösung für fehlende Strukturreformen zu nutzen. Wir kehren die Probleme unter den Teppich. Also das ist so die Thematik. Ich sage es mal positiv. Die Bundesregierung muss den Spagat hinbekommen, auf der einen Seite Kriseneffekte auszuschalten, weil sie nachhaltig negative Effekte haben können, gleichzeitig aber den Wandel, den die Wirtschaft durchgehen muss, auch mit Corona und nach Corona, diese neue Normalität und Strukturthemen wie hohe Steuerlast, steigende Lohnkosten, eine für mich immer noch nicht nachvollziehbare Umweltpolitik, das auch irgendwie voranzutreiben, diese Strukturthemen zu adressieren, diesen Spagat muss ich hinkriegen. Und ob das jetzt die Insolvenz im September gekappt wird oder im Dezember, das ist sicherlich sehr schwierig einzuschätzen. Und anhand der aktuellen Datenlage. Wir haben eben Situationen, dass auf der einen Seite die Gefahr schüren, dass Unternehmen am Leben gehalten werden, zumindest mal rechtlich, dass man gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite will natürlich die Bundesregierung die Konsequenzen der Krise so lange wie möglich oder die negativen Konsequenzen zu mildern. Das hat sich sehr erfolgreich getan, was Liquidität angeht, weil sie ja auch hier diese Programme, das sind jetzt sogar auch Kredite nur, und hier geht es um Liquidität. Was die Insolvenz angeht, ich habe es ja gezeigt, die Grafik, wir erwarten aus der Konjunktur heraus schon einen gewissen systematischen Anstieg in der Insolvenz. Als Volkspolitik sagen, das sind notwendige Strukturreformen, da möge man ja einen Unternehmer ins Gesicht springen. Ja, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Thematik. Aber ich glaube, eine Verlängerung bis Dezember, ja, ist vielleicht zu lang. Weil die Daten zeigen uns ja eigentlich schon, dass die kurzfristige Krise, aus der wir jetzt im Moment herauskommen, aber, und das ist eben das Motivation der Bundesregierung, ob das in Kurzarbeit ist oder diese Regelung, die große Sorge, was kommt so danach? Und die eigentliche Frage, die man sich mal unter Volkswirten in Deutschland stellen müsste, ist die folgende. Wie viel von der Konjunkturrisiken nächstes Jahr sind wirklich Corona noch bedingt und wie viele sind eigentlich Themen, mit denen wir uns schon länger beschäftigen und eben dann kein Krisenpolitik mehr benötigen? Rechtfertigen. So. Gehst du noch mal einmal runter, damit wir die Frage komplett lesen können? Entschuldige. Ja. Ja, rechts auf dieser Leiste, genau. Ach so, die hier, genau. So, werden Förder- und Zuschussprogramme diskutiert, die beispielsweise kritische Pharmaproduktion wieder nach Deutschland und Europa zurückholen? Ja, das ist eine wichtige Frage, in dem Sinne, dass natürlich jetzt die Betroffenheit groß war. Das haben wir ja auch alle gelesen, dass Deutschland möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, krisenrelevante Medikamente oder was auch immer herzuholen. In der Tat gibt es so ähnliche Entwicklungen ja im Bereich der Elektromobilität mit der Batterietechnik. Hier gibt es ja doch erhebliche Zuschüsse, die auch vor kurzem gab es wieder eine relativ großvolumige Entscheidung für ein Batteriewerk von Bosch bei Dresden, wo wir über zweistellige Millionenbeträge redeten, wo sowas gemacht wird, um solche Industrien hier wieder anzusiedeln. Ich muss allerdings ganz offen sagen, das Ganze hat zwei Aspekte, die man nicht unterschätzen darf. Deutschland darf ja nicht machen, was es will. Es darf zum Beispiel nicht einfach sagen, ich bezahle jetzt mal hier
Incentives in Form von hohen Zuschüssen, wenn Unternehmen hier in Pharmaunternehmen investieren. Warum darf es das nicht? Weil Deutschland sich so gesehen den Richtlinien des europäischen Wettbewerbsrechts unterworfen hat und hier im Endeffekt wie in einer Straßenverkehrsordnung unterwegs ist, aus der es nur ausbrechen darf, wenn es die Europäische Union erlaubt. So, und das impliziert schon mal zwei Nebenbedingungen, nämlich erstens, die jetzige Verkehrsordnung würde so etwas gar nicht hergeben. Das heißt, es wäre nach EU-Recht sogar verboten. Das heißt, im Umkehrschluss, die EU müsste es also erlauben, und erlauben tut sie eigentlich in der Regel nur Dinge, die Gesamteuropa betreffen. Ob tatsächlich es sich hier nicht nur um politische Eintagsfliegen handelte, sondern ob das ein europaweites Problem ist, das wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren mal sehen und auch noch relativ lange diskutieren müssen, und ob die EU dann reagiert und solche Möglichkeiten einräumt, was sie grundsätzlich machen kann. Wir sehen das, wie gesagt, an den Batterietechniken. Das bleibt abzuwarten. Aber kurzfristig ist da nichts zu sehen. Man kann natürlich im Umkehrschluss sagen, Deutschland versucht ja ohnehin schon relativ viel Anreize für seine Unternehmen zu geben, um hier zu investieren. Also das fing mit dem Corona-Programm an. Sie erinnern sich bestimmt, dass es Mitte Mai mal einen Wutausbruch der EU-Wettbewerbskommissarin Vestager gab, die dann sagte, die Hälfte der Einzelanmeldungen von Beihilfen für die ganzen Corona-Programme kommen aus Deutschland. Wie kann das sein? Und machte sich dann in einem ganzseitigen Interview in der Tagespresse darüber her, dass sie sagte, Deutschland ist eben überpotent und wird mit diesem Corona-Programm im Endeffekt auf viele, viele Jahre die anderen europäischen Mitgliedstaaten in den Schatten stellen, was ja auch einer der Treiber für den Merkel-Macron-Plan war und das Zugeständnis, dann hier überhaupt was zu machen. Also ein sehr schillerndes Thema, aber man kann sagen, die Förderlandschaft in Deutschland, auch wenn das europäische Recht für alle Mitgliedstaaten geht, ist extrem ausgeprägt, und das ist auch der EU nicht verborgen, und deswegen muss man sagen, werden solche Themen, wenn Deutschland sie vorliegt, auch kritisch diskutiert. Und Sie haben das vielleicht selber ein Stück weit nachvollziehen können, erinnern sich an die Beihilfen, Corona-Beihilfen, die an die Lufthansa gezahlt wurden. Nehmen Sie Air France, nehmen Sie KLM, nehmen Sie Air Italia, die kriegen schon über Jahrzehnte große Hilfen von ihren Staaten. Und Deutschland war jetzt das erste Mal so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt der Lufthansa was geben. Und das war ein Riesenfight, der auch ganz stark zur Verzögerung der beiden BSF-Bausteine, die ich gerade noch vorgestellt habe, gefördert hat, gefolgt. Aber jetzt hat das Argument von dieser Dame ist ja, hatten wir ja schon mal nach der Euro- oder Finanzkrise, dass Deutschland so viel besser dasteht und so weiter und so fort, also durch diese Ungleichheit in Europa und diese Spannungsumfeld vorangetrieben hat. Ja, aber die Zahlen zeigen es. Also die deutsche Wirtschaft, darf ich kurz sagen, ist im ersten Halbjahr mit 11% geschrumpft. Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien mit um die oder über 20%. Und diese Länder erholen sich auch nicht so schnell wie wir. Spanien zum Beispiel. Das heißt, es wird wieder mal so sein wie nach der Finanzkrise, dass natürlich Deutschland da relativ gut dastehen wird. Ja. Also so gesehen ist an den Bedenken von Vestager was dran. Die Frage ist nur, wäre es anders besser, wenn Deutschland jetzt schlechter dasteht? Da haben die anderen Länder auch nichts von. Natürlich nicht, weil wir ja auch wieder natürlich durch unsere Lieferketten dann den Rest von Europa, Osteuropa vor allem natürlich nach und mitziehen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das gefallen, was die beiden Kollegen transportiert haben. Ich fand es, wie gesagt, sehr kurzweilig, sehr, sehr lebhaft. Ich nehme vor allen Dingen mit, das ist auch der gesündeste Weg, das Glas halb voll zu sehen. Es bleiben viele, viele offene Fragen, viel Unsicherheit. In den Phasen, jetzt kommt der Banker noch mal kurz durch, wo so viel Unsicherheit gegeben ist, sollte man sich immer wetterfest aufstellen. Und da ist für mich immer eine ganz wesentliche Option der langfristige Kredit. Und da bietet sich natürlich die KfW an. Ich glaube, der Jens Fröhlich hat das eben schon gut rübergebracht. KfW wird immer komplexer. Wir sind sehr, sehr fokussiert in den Themenblöcken unterwegs und insofern würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns diesbezüglich dann hoffentlich bald fordern, dass wir für beide ja eine schöne Win-Win-Situation herstellen können.
Ja, ganz, ganz vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, es hat, wie gesagt, gefallen. Und das eine oder andere Feedback, was wir besser machen können, nehmen wir natürlich auch sehr gerne an. Denn ich denke, das ist ein gutes Format, das ist sehr effizient. Und ich glaube, die beiden Kollegen haben immer was Interessantes zu berichten. Vielen Dank. Ja, auch von unserer Seite vielen Dank und einen schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss.